Ladies and Gentlemen, willkommen zu so einer Arbeitrunde Project Awesome 2 Kappa Mode. So, ich habe mir jetzt mal überlegt, wie ich jetzt weitermache. Und es läuft auf den Energy Condenser hinaus. Das bringt uns einfach momentan nicht wirklich weiter, wenn wir jetzt gucken, dass wir das Thema umgehen. Wir brauchen einen EMC. Ich habe es versucht, solange es geht, hinauszuzögern und naja. Ich meine, wir nähern uns jetzt auch schon langsam mit Infinity Ingots, da können wir jetzt mal gucken. Was brauchen wir für den Energy Condenser Mark 1? Wir brauchen Kobalt, Unstable Ingots, Mithril Large Plates, Jade Blöcke, Frozen Cores, Ender Crystal. Das ist alles kein Thema. Da müssen wir nur eine Kleinigkeit schwer machen, aber naja. Item Fabricator ist auch kein Thema. Alchemical Chest kein Thema. Das hier wird ein bisschen eklig. Das ist an und für sich auch kein Thema. Wie viel Mercury haben wir noch? 98, ja, das geht klar. Ich würde sagen, dafür machen wir jetzt mal ein Rezept. Da können wir die schon mal durchlaufen lassen. Alloy. Ah, machen wir mal 100. Geht ja an und für sich schnell. Jawohl. Zack, 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 zack. PSL X100 Expansion Card. Dann brauchen wir die 300er. Und zu guter Letzt die 500er. Ups. Nur kurz so. Zack. Zack. Dann das letzte Lumpe. Brauchen wir 3 Stück. So. Und 1, 2 und 3. Zack. Haben wir. So, das legen wir schon mal hier rein. Ich wollte schon gerade gesagt haben, was war das jetzt für ein Heck? So, von denen brauchen wir 10 Stück. Also, mal gucken. PRC. Machen wir mal bitte 9 Stück. 54 Mercury, kein Thema. So, wir brauchen Alchemical Chest. Ich glaube, die hatte ich schon vorbereitet gehabt. Nö. Was fehlt denn da jetzt noch? Spirit Binder, okay. Das ist kein Thema. Ich habe noch ein bisschen Gaia Spirit gefarmt. Oh, jetzt habe ich ganz zu viel gemacht, aber naja, passiert. So. Fangen wir da schon mal an, das auszulegen. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen einen Item Fabricator. Das sollte jetzt eigentlich nicht das Thema werden. Genau. Die Iron Casings. Brauchen wir noch ein bisschen Elektro-Silicon. Machen wir mal. 2 Stück sollte reichen. Jawohl. Können wir dann jetzt bitte einmal ganz kurz so vielleicht, you know, und danke. So, Item Fabricator haben wir. Dann brauchen wir Kobalt und Mobius. Mobius haben wir noch ein paar. So, Kobalt haben wir auch. Mobius kommt hier in die Ecken, das weiß ich. Kobalt ist dann hier. So, so und so. Sehr schön. Dann brauchen wir... machen wir mal die Jade-Blöcke. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir... Weißt du was? Wir machen gleich 20. Wir machen das Rezept nämlich zweimal. Es ist, glaube ich, am besten, wenn wir das zweimal machen. Zack, 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 zack und zack. Oder ich mache mir das Offscreen zweimal, das ist, glaube ich, besser. So, wie sieht das mit den PRCs aus? Die sind fertig. So, zack und zack. Was fehlt uns jetzt noch? Mithril. 8,
16, 24, 48 Mithril brauchen wir. Mana. Dann gehen wir einmal zu unserer El Smelterino. Das da, Large Plate. Dich brauchen wir gerade mal nicht, sondern dich. So, zack. Zack. Gieß mir da bitte aus. So, in der Zwischenzeit, Dark Matter ist ja noch ein Thema. Ich bezweifle, dass wir das heute fertig kriegen. Das Gute ist aber, ich hatte ja ausgehend hier mal die Truhen laufen lassen. Es ist noch Jedorium über. Es ist eine Truhe bisher leer, aber auch zwei davon nicht. Aber wir haben so viel Cyanide. War jetzt eigentlich dumm, dass ich das so gemacht habe. Kommen wir auf einmal rüber, schmeißen das da rein. Dann können wir mal gucken wegen... Na, wie heißt der Block? Cyanide Reprozessor, genau. So, was haben wir dafür? Demon Steel of the Fourth. Haben wir. War sogar noch Quest? Jawohl. Okay, haben wir noch so ein Infinite Water Teil? Haben wir sogar. Ey, das ist ja wieder fast wie vorbereitet. Aber wirklich nur fast. Dann klatschen wir das einmal dahin. War das so? Ich glaube, da brauchen wir eine Fluid Conduit, ne? Ups, das war eins zu viel. Fluid sollten wir ja noch haben. Da müssen wir halt nur mal die Augen aufmachen. Wir haben eigentlich eine Übertragungsrate 1000. Extract always active. Nee, nichts insert. Das ist recht nicht. Bist du blöd? Du sollst es ablen. Hier kannst du reinpumpen. So. Dann das Cyanide. Doch, da arbeite ich jetzt sogar erstmal gerade nur mit. Ne, mach mal eine. Mach mal einfach gerade so mit Item Conduits arbeiten. Ich habe gerade keine großartige Bock, noch großartige ME-Verkabelung dafür zu machen. So. Machen wir das so. Home Input. Insert. Jetzt kann er von der Seite nicht rausziehen. Theoretisch gesehen könnte ich auch einfach mit einer Truhe arbeiten, ne? Machen wir so. Insert, always active, always active, insert. So, das dauert jetzt eine Zeit. Das war ja sehr gut, Domme. Na, dann kann das weg, das kann weg. Cyanide. Pumpen einfach mal ein bisschen was freien. So. Der füllt sich dann automatisch nach. Sehr schön. Wir brauchen jetzt für Dark Matter Eternelles Fuel. 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir schon mal 10 Stück, also 80 von denen hier. Das dauert einen kleinen Moment zu berechnen. Dum 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 dum.
Nur 562 Blöcke geht klar. So, Red Matter. Ja. Machen wir doch einmal, können doch schon mal die Mythical Large Plates holen. Die sollten jetzt fertig sein. Ich muss noch mal ganz kurz so. Brauche momentan mal eine kleine Pause von Super Mario Odyssey. Ich liebe dieses Spiel. Es macht richtig, richtig Bock. Die waren jetzt hier. Genau. Nee, hatte ich mir jetzt gestern geholt. Das ist gestern rausgekommen. Macht richtig Bock, wie gesagt. Aber naja, das ist mal was für eine andere Zeit. So, Vibrant Crystal. Haben wir sogar. Perfekt. Haben wir noch Enderman? Wenn man weiß, was wir jetzt machen. Das kann weg. Machen wir uns mal einen Power Spawner für Enderman. So, was haben wir? Es fehlt echt nur ein Electrical Steel. Ist ja Hammer. Ich hätte echt gedacht, dass er sowieso 90% fehlt. Weil Spawn. Alter. Broken Spawner haben wir noch genug. Aber nicht, dass wir es brauchen. Dann nehmen wir hier mal so ein Evolved Skeleton mit einer Enderman Soul. So, wie viele Level brauchen wir da? Ich habe den Amboss weggetan. Da haben wir den guten alten Dark Steel Anvil. Klatschen wir mal hier hin. Zack, zack. Da. Ah, ne, jetzt kommt den Soulbinder. Gut. Dann können wir mal, glaube ich, den hier mal kurz zweckentfremden. Machen wir mal so und so und. Haben wir. Der dürfte jetzt im E sein. Ich habe ein paar Enticing Crystal vorbereitet. 822, so. Enderman. Da haben wir ihn. Dann können wir ja jetzt das verbinden. Und wir. Level. Alter. Alter, das tut weh. Capture bitte. Da kann noch eine Kapazitore rein. Ein Octadeck. Bitte. Alter, 300 Level. What the fuck? Millionen kostet das. Ja gut, ne? Machen wir mal kurz ein Pattern, damit wir sowas autocraften können. Und zwar machen wir aus einer von denen einen von denen. Brauchen dann nochmal ein Interface. Crafte er mir das Interface. Dankeschön. Sklave. Nein, ich weiß. So, den packen wir dann daran. Und du musst hier Push-Pull. So, dann in der Zwischenzeit können wir. Das austauschen, das da rein.
Ich merke schon, ich werde einfach nur mal neue Level brauchen. Ender. Villager. War das voll das Kabel? Tatsache, das ist voll. Dann müssen wir von hier nochmal ein Kabel verlegen. Ich glaube, das mache ich aber offscreen, weil das muss jetzt nicht in der Folge rein. Wir machen dann einmal so. Also dürfte das ja auch noch dann. Nee, Quatsch. Wir haben ja schon einen Enderkristall fertig. Wie sieht das hier mit dem Plutonium aus? 42, das ist ja schon mal Anfang. Das heißt, vier Blöcke können wir schon mal machen. Vier Dark Matter können wir machen. Der Tenelis-Fühl ist immer noch nicht fertig. Haben wir noch Karten? Boy. Ja, mein Husten ist immer noch nicht besser geworden. Ich muss jetzt langsam doch mal zum Arzt gehen, schätze ich mal. Acceleration Card. So, wo craftet der denn da? Wo hat er das Rezept? Hier oben, das heißt hier und hier. Und wir können aber hier nochmal ein bisschen noch reinpacken. So, ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel Essen heute drin ist. Essen. Alter. Damit können wir mal weitermachen, damit wir was zu tun haben. Ich habe mal ein bisschen Demon Steel craften lassen. Ne, weißt du was? Wir haben was anderes zu tun. Wie brauchen wir gerade? Pumpkin? Wir bräuchten nämlich noch die Frozen Cores. Das ist ein bisschen ekliger daran zu kommen. Aber auch wirklich ein bisschen nur. Also es ist nicht so. Boah, ich kriege auch einen Schluck auf. Da muss ich auch noch aufräumen, merke ich gerade. Ach, stimmt ja, hier sind Popsticks. Zack. So, das sollte dann schon reichen. Wie kommen wir nämlich hier an die Frozen Cores ran? Wir brauchen Schneemänner. Wieso zum Beispiel Schneemänner? Nun, das ist eine gute Frage. Schneemänner droppen Frozen Cores. Drei Stück. Okay. Oh, wir haben aber eine. Will ich jetzt ernsthaft einen Spawner für Schneemänner machen? Ich meine. Ich glaube, ich würde sogar echt machen. Machen wir mal einen Draconic Core. Alter. Ich glaube, das ist der vergeudete Spawner überhaupt. Zack, zack, zack. Machen wir einfach mal hier ein paar. Frozen Cores können wir bestimmt noch mal gebrauchen. Eigentlich nur für das Rezept hier, ne? Komm schon, eine Ladung will ich schon wenigstens machen. Dann können wir euch in den Ruhestand schicken.
komm, scheiß drauf. Wir können jederzeit neue Spawner machen. Jetzt haben die mir hier alles voll gewichst. Diese Ferkel. Na. Mache ich später. Ich muss ja generell noch was warten. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Und ihr kommt hierhin. So. Was fehlt uns denn jetzt noch für den Energy Condenser? Das dürfte nicht mehr allzu viel sein. Dark Matter und Red Matter. Ender Crystal sind am Machen. Den Rest haben wir dann eigentlich schon. Die sind gefangen. Ender. Soul Vial. Wo hat er die jetzt hin verfrachtet? Also. Die können wir noch gerade fertig machen und dann schauen wir wie den Stream, lassen wir was laufen, räumen wir noch was auf und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die Vibrant Crystal werden jetzt leider noch ein bisschen was brauchen, bis die Ender Crystal. Mach ich mal so. Zack, zack. Zack, zack. Ja gut. Dann legen wir die nur gerade hin, aber Dark und Red Matter wird noch ein bisschen brauchen. Das machen wir auf jeden Fall zusammen. 4 Ender Crystals. Legen wir hin. Und wir brauchen nur noch Dark und Red Matter. Das mache ich jetzt aber offscreen fertig. Also die Dark Matter zumindest, Red Matter machen wir zusammen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.